Oder auf der anderen Seite der Brücke. Sehe ein Drogenboot. Oder da sein. Wieso behalten wir das eigentlich einfach nicht einfach? Bloß nicht unaufmerksam werden. Das war keine gute Idee. Wer auch immer da reingesprungen ist mit mir. Doch, warte, hier geht's raus. Ah ja, hier. Anruf. Ohne die U-Boote kommt über ein Drittel weniger Stoff. Oh, Gegner. Was ist mit der Ausrüstung und den Infos von El Cerebros Prototyp? Es sieht so aus, als hätte El Cerebro etwas ziemlich Großes aufbauen wollen. Es geht hier um ein U-Boot, das locker Europa erreichen kann. Und zwar völlig unentdeckt. Das klingt nicht gut. Ich habe aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben eine heiße Spur zu El Cerebro. Ihre Infos haben uns geholfen, ihm auf die Schliche zu kommen. Ich schicke Ihnen gleich alles, was ich habe. Ganz toll. Wissen wir, wo sich der verrückte Wissenschaftler aufhält? Negativ. Seine Sicherheitsmaßnahmen sind erstklassig. Verschiedene Unterschlupfe. Nutzt denselben Ort nie zweimal hintereinander. Die ganze Palette. Aber er hat einen Helfer, der ihm das Organisatorische abnimmt. Und so viel telefoniert, dass wir ihn anpeilen konnten. Also folgen wir dem Helfer und hoffen, dass er uns zu El Cerebro führt. Exakt. Ich schicke jetzt die Daten. Gerade rausgezogen. Wir wissen, wo El Cerebro. Sorry, I need this. Über ihn kommen wir an den verrückten Wissenschaftler. Na, können wir uns auf den Weg machen? Barfahren auf dem Weg? Nehmen wir Waffe, ne? Die Waffe noch mitnehmen, ja. So. Ja, da vorne kannst du links abbiegen, direkt bei der nächsten Kreuzung. Ja. Gut. Hört man einfach mal nicht hin. Fabi. Was? Nix was, du hättest da abbiegen sollen. Ach, schon jetzt? Vorne links? Alles weiter auf dem Gas geblieben. Er hat immer noch weiter. Man könnte ja umdrehen, aber macht nichts. Ja, ich fahre doch mal in die richtige Richtung, oder? Oh Gott. Du bist doch ein Idiot, Mensch. Fahr doch schon mal in die richtige Richtung, Jungs. Ne, wir wollten noch die Waffe mitnehmen. Ja. Können wir noch später. Das haben auch alle verstanden, bis auf eine Person. Die fährt. Tja. Die ja, dann fahr nicht mit dem Fahrer sprechen, ihr wisst ganz genau. Jetzt kannst du mal langsam machen, bitte. Warten nämlich welche auf den Bus. Oh, das sind Gegner da vorne, glaube ich. Oh, warte mal, die nehmen wir mit einem Schuss weg, beide. Oder auch nicht. Ja, ich manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, ich weiß auch nicht. Kommt drauf an, wie dick sie sind. Ah, oh, die Fettschicht bremst. Bremst die Kugel. Stark. So, aber ja, Rainer Kallmann sollte nicht davor. Ohne stehen. Entdeckt zu werden, Leute, ne? Ach so. Es wird auch mal Fabi, jetzt wirst du mal wieder mal gezwungen, mal nicht Kacke zu spielen. Hä, wieso kann ich jetzt gerade nicht? Achso. Ich dachte, ich bin im Drohnenmodus, aber habe ich Fernlass gemacht und habe mich gewundert, warum ich nicht aufsteigen kann. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Und Drohne entdeckt. Das wow. War's wohl. Ich glaube, das war meine. Also meine war es nicht. Aber ich hatte Gebäude keine. Drin. Ich hatte zwar, aber ich war so weit in der Luft. Das war bestimmt nicht. Also dann kriegt ja die Drohne auch dieses Warn-Dingens da. Glaube ich. Habe ich mal gehört. Dass dem so wäre. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, beide mit einem Schuss zu nehmen. Ja, wenn sie immer noch da sind, ja. Vielleicht muss ich da Körpertreffer machen, vielleicht ist der Kopf zu dick, weißt du? Oder aber der eine hat einfach eine Stahlplatte im Kopf oder so, einen alten Motorradunfall oder sowas. Das wird sein, ja. Glaube ich nämlich auch. Hier liegt ein Flugzeugfruck. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt. Kann man den nicht einfach von außen wegnehmen? Er muss uns zu El Cerebro führen. Weißt du, der ist doch da so am Rand, oder nicht? Du sollst ihn aber verfolgen. Ja, wir müssen uns verfolgen. Ja, aber er fährt ja schon weg. Der fährt schon schnell. Weg. Ja. Sind auf jeden Fall schon verdächtig. Alter, alles klar. Kommt hier hin, hier ist ein Heli. Damit kriegen wir noch. Ja, sehr schnell, schnell. Ja, ich bin unterwegs. On the run. Lauf. Come on. Okay.
Go, 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 wir haben nur noch. Fahr, fahr, fahr. Oh, gib Gas! Bleib einfach hoch genug in der Luft. 300 Meter, nee, nee, du musst unter 300 Meter bleiben. Warte, ich steig dich nochmal runter? Steuerung. Bremsen, Simon, bremsen, Simon! Oh Gott. Oh! Was macht das denn? Wieso geht's nicht runter? Geht's runter? Komm schon. Boah, das ist einfach nicht runter. Nice Teil. Wie Fabi, alles auf dem Gas geblieben. Ja, immer drauf, genau, immer drauf. Links, achso, die nächste links. Jetzt hier, hier. Mhm. Fabi, ja. Da vorne dann. Yeah. Fabi, Fabi. Ja, was ist denn? Mach mal das Licht aus. Es fällt ja voll auf. Nö. Das ist total gefährlich, wenn jetzt ein anderes Flugzeug vorbeikommt. Wenn wir das machen, weichen wir ja aus. Mit. Ich guck nur nach unten. Night Vision. Ja, aber deswegen bin ich ja dein Co-Pilot und guck nach vorne. Und nach hinten und so. Ich glaube, beim Co-Piloten kann man nicht vertrauen. Das ist, glaube ich, nachtblind. Das stimmt allerdings nicht. Ich sehe nachts besser im Verhältnis gesehen wie tags. Sagen. Das ist ein zweiter Tango. Sehe einen dritten. Guck mal, wo er hinfährt. Ja, das war ja irgendwie klar, dass er da hinfährt, oder? Und wo soll die Jagd enden kommen bei dieser riesigen Unidad-Basis? Gute Idee. Ah ja, er fährt unten rein, dann wissen wir schon direkt, dass es da oben 500 Meter weiter ist. Alles klar. Oh Mann. Diese Ghosts, die sind so gut. Die sind das Beste, was Amerika zu bieten hat. Ja, da hinten. Land doch einfach, komm, wie machen wir das? Dann Landeplatz? Land einfach hinter dem Haus. Da, warte, ich markiere. Was? Wo sind wir denn? Ich bin verwirrt. Hier, land hier. Oder land aber hier. Und werden direkt entdeckt. Ja, das ist es nämlich, wenn ich glaube ich hinterm Haus lande, weiß ich nicht, ob ich nicht auch entdeckt werde. Ja, nee, ja, probier's doch einfach mal. Dahin kannst du auf jeden Fall landen. Hier geht's so kacke zu landen. Bei A, da ist so nix. Super. Ja, das ist halt echt mega lustig. Weißt du, die normalste Situation, einer stirbt, der ist es. Fabi. Gerade mal nach rechts gemäht. Gerade noch mal nach rechts gemäht. Und wer steht natürlich unterm Heli? Oh Mann, du. Ihr könntet mich auch mal aufhören, by the way. Vielen Dank. Ist gerade so lustig, Fabi. So. Ich hab's gemerkt. Sollen wir ihn ein bisschen ergreifen, weil abschießen hätte ich ihn jetzt schon können. Sollen wir die zwei da abknallen da oben? Ich markiere mal. Eins und zwei, wenn mir jemand hilft. Bewegt euch mal hin oder kommt ihr auch über, die, über den Zaun rüber? Will mir jemand helfen oder nicht? Ich komme mit. Hab Sniper drin. Welchen nimmst du? Eins. Ich nehme die zwei. Okay, und go. Haben's gemerkt, Kacke, egal. Schade. Jetzt müsst ihr ihn ergreifen. Ich Boys. Versuch's. Da oben ist er auf der Treppe. Und hat Angst. Oh, ja, nee, ne, klar, ne. Wer hat ihn umgemäht? Ich hab F anstatt E gedrückt und dann ist er natürlich sofort tot. Ach, ja, Mann. Nice. Hast du ihm in die Eier getreten, ja. Richtig, hab ich mit Martin gemacht. Ja. Ach, wieso ist es denn F nicht? Ach. Weil es halt das nicht ist. Das E ist es. Ja. Alles, was du tust, ist E. E wie was machen, ja. Ja, wie ergreifen. Zum Beispiel. E wie Action. Ja, jetzt sind wir natürlich komplett an der falschen Kacke hier. Doof, jetzt müssen wir uns durchs ganze Lager schlagen, oder was? Ja, bestellen Dings. Heli, dann fliegen wir wieder hin. Okay. Also, da ganz hinten ist es irgendwo. Ups. Straße. Das ist das perfekte Überfallwetter. Regen, Nacht, Vollmond. Der Mond ist voll klein. Vollmond? Voll hässlich. Ist eigentlich auch ziemlich hell für eine Nacht. Vollmond? Ja, aber da ist doch der Mond. Siehst du nicht da hinten? Ist doch ein Mond.
Oder? Das ist auch ein Mond, ja. So ein bisschen hässlicher Mond, aber Mond. Ja, das sieht aus Bolivien etwas anders aus. Das sieht aus wie mit Paint, mit der Sprühflasche einfach mal an den Himmel geklatscht. Paint. Das ist, weil die Wolken davor ja, sind. Ja, Fabi, was sagst du eigentlich zu der Thematik, dass Paint nicht mehr entwickelt wird als alter Paint-Künstler? Ziemlich schlimm. Was? Prinzipiell, aber was will man machen? Da geht Kultur verloren. Da geht Kultur verloren. Da können wir Arnold gar keine schönen Paint-Bilder mehr zum Geburtstag malen. Ja, Arnold spielt ja eh kein World of Tanks mehr. Oh, das wird eng. Ach was. Komm mal, perfekt im Busch gelandet, das Ding. Krass. Verdächtig sind wir schon mal. So, jetzt aber mal richtig. Wir bitten die Gegend für uns aufzuklicken, noch ein Dritter. So, den Sniper kann Fabi schon mal rausnehmen. Mach ich. Wenn er kurz stehen bleibt. Okay, er geht, er läuft die Treppe runter. Und. Pam. Oh. Ich hab's doch nochmal lieber zwei. Ja, gut, die zwei, das hat ja nicht geklappt. Die haben ja gleich alles entdeckt. Ja, die ist jetzt ein Blöd anscheinend. Wobei, wir können kommen alle runter. Und der da unten? Wie kommt man da jetzt nicht hoch? Ja, das war. Kriegen alle mit anscheinend. Ach, es ist da drüben die Treppe. Haben sie es umgebaut seit dem letzten Mal, oder was? Letztes Mal war er nicht da oben. Ja, da ist oben jetzt. Diesmal ja. Nicht schlagen sie mal, ne? F, ne? F, ganz wichtig. Für Faust. Für Force. Ey, ich lieg schon wieder an derselben Stelle. Warum? Ey, eine Drohne wäre echt toll, aber das sind voll viel Gegner. Hab ihn. Noch mehr Gegner. Pass auf, Fabi, das sind Gegner. Es wäre toll, wenn du mich aufhebst wegen der Story und so, weil man kriegt halt nichts mit jetzt. Ich kann dich nicht aufheben, weil die Drohne ist gestört. Ja. Ja, dann heb ich halt mal so auf und mach nicht die Mission direkt weiter. Boah, ich kann's nicht. Drohne ist gestört. Muss ihn so aufheben. Ja, ja. Ich kann ihn nicht aufheben, muss Fabi. Sag doch Fabian, Mensch. Geht schon. Alles gut. Achtung, oben, Heli. Wartet. Boah. Lass den Heli am besten da vorne Platz. Warte, das sind noch viele Gegner hier. Ja, ja, ich warte. Aber auf jeden Fall den Heli heilen lassen, damit wir fliegen können. Ich glaube, jetzt haben wir Drohne. Ja, jetzt haben wir Drohne. Klar, komm, go, go, go. Lass den hinteren Heli nehmen wieder. Ist besser für uns. Boah, ich bin down. Ja, weil da vorne sind viel zu viele Gegner jetzt. Simon, nach hinten wieder. Drohne, ich brauch Leben. Da hinten ist ein Zaun, da kommen wir mit dem nicht drüber. Den Zaun kannst du wegspringen, falls du siehst. Leben! Musstest. Aber ist egal. Ich muss trotzdem. Ja, ich bleib hier gerade in Deckung und zu hoch. Ja, ich liege auch wieder. Kannst du vergessen. Ach, Mann, das sind so viele Gegner und sind nicht alle aufgedeckt. Wenn er wieder steht, kann ich noch nach hinten rennen. Warte, den hebt ihn mal auf. Ja, wie cool denn? Haben. Meine Drohne hat noch Abklingzeit. Wie lange hat die denn Abklingzeit? Minute. Immer, du musst es regeln. Komm, ich nehme jetzt die andere Waffe, das ist mir zu blöd. Ja, natürlich. Er kriegt 5 Schüsse ab, stirbt nicht, macht da noch einen Schuss und tötet sofort den Typen. Oh. Holy moly. Versuch Nummer 3. Ja, du willst hinten dann den Zaun aufsprengen und meinst, wir kommen dann da raus? Ja, das geht auf jeden Fall. Okay, ja gut, dann gehen wir besser hinten raus, ja. Ja, weil da vorne kommen die ganze Zeit die ganzen Gegner von der Basis vorne, bis du die alle weggeknallt hast, boah. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Heli. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Dieselbe Show nochmal. Gleiche Ort nochmal, der gleiche Ort nochmal. Problem ist halt, dass der Mond uns blendet in der Richtung. Das ist
Also normalerweise kannst du den Zaun hier wegknallen. Wobei ich so sicher bin ich mir bei dem Zaun gar ja, beim, nicht. Ich wollte sagen, bei dem Zaun weiß ich jetzt auch nicht, bei dem anderen ja, aber bei dem. Okay, dann müssen wir es doch fast. Oh, aber wie sind wir dann da reingekommen? So, hier ist halt eine Klippe, ne? Aber die Klippe kommt man nicht hoch, ne? Wahrscheinlich. Aber doch, du kannst hier hoch, kannst hier hochlaufen. Ich mach mal die Markierung hier hin. Wo du hoch musst. Kann man den Zaun nicht wegsprengen? Nee, es geht nicht, gell? Nee, da ein Zaun ist ja offen hier. Wieso kann ich keine Markierung hier setzen? Ist doch kacke. Aber ich sehe, wo du bist auf jeden Fall. Ja. Boah, was geht ab? So werde ich schon abgeknallt, ey. Irgendjemand wird gesehen. Ja, ich eigentlich nicht. Doch, doch, wo er entdeckt. Ja, jetzt schon, klar, aber ich bin ja mitten im Busch gestanden, da kann ja eigentlich nichts passieren. Dann bleibe ich jetzt einfach da und ihr holt den hierher. Dann haben. So, die sind jetzt mal weg. Oh, ich sehe wieder keine Markierung, also ich weiß nicht, wer Freund und Feind ist. Bist du sonst auch nicht. Hab ihn. Aufklärung ist gleich wieder da, dann. Runterfahren. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Ich sehe ein zweites Ziel. Brauch Feuerschutz, Feuerschutz. Oh ja, kriegst du. Oh, ja, doch, passt. Hier, wo ich bin, hier müsst ihr rüberkommen. Komm rein. Komm, 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 hier entlang. Bobby, komm. Passend, da ist einer. Okay, ist frei. Jetzt hier rein. Muss ich ihn vorne hier reinsetzen? Ja, der muss. Ja. Du musst vorne hin. Voll raus. Sauber. Jetzt komm, 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 komm. Heb ab. Warum nicht gleich so, wa? Verstärkung rückt dann. Oh nein. Wir sind schon längst weg. Ein richtiger Profi, der kam rein. Dann sind wir da raus, bevor die gemerkt haben, was los ist. Beim dritten Versuch. Hm. Ja, davor waren wir schon dreimal da eben. Sag mal. Das lassen Sie besser. Dabei ist er fast gelöscht. Wissen Sie, wie kalt das Wasser ist? Das Problem mit der Mission ist ja keins. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Können Sie nicht hier anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennen mich gut sogar. Was rede ich denn? Arminfilter? Nein, 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 nein. Dafür wären zwei Räume nötig. Da bliebe kein Platz für Menschen. Tatsache. Ich habe die Pläne für ein kolumbianisches Tauchboot gesehen, bei dem einfach ein Atemrohr aus dem Wasser ragte. Allein die Wärmesignatur. Ich sollte Nidia erst anrufen, wenn ich eine. Jetzt hast du sein Gespräch unterbrochen. Ja, das soll nicht labern. Das soll bluten. Ma'am, Nidia wird mich suchen. Gut, denn wir suchen sie. Es heißt, sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo Sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten Sie begriffen haben, dass Sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn Sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor Sie überhaupt aus dem Sack Ihres Vaters gespritzt sind. Und Sie werden noch das sein, wenn Sie gleich zur Stauze fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als Sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Hm. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Für Ihre Schwänze? Das Problem ist, Sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar, zerrt sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen, Sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden Sie ein, dass Sie irgendwas bewirken. Dir ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen entwischt, bevor Sie wussten, dass er da ist.
ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Tja. Wie jetzt? Jetzt. Auf den Sack gespritzt. Das war ein Hof. Hier ist der Sammelpunkt. Ich übernehme ihn jetzt. Dem Himmel sei Dank. Ich hab so satt, den Kerl zuzuhören. Verstehe ich nicht. Wie es uns geht, wenn du den Mund aufmachst. Was soll das heißen? Wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Das hört sich wie Superschurken-Mist aus einem Comic an. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Wird Jahre dauern, das Programm neu aufzulegen. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Bowman wird am Ball bleiben, aber für uns geht's erstmal weiter. Hier Bowman. Ein Informant hat mir gerade gesteckt, dass El Boquita etwas Großes in Kuani plant. Was wissen wir? Nidia und El Boquita wollen unbedingt Geld zu den Santa Blanca-Investoren in Mexiko schaffen. Sie stellen einen Konvoi für einen großen Transport nach Norden zusammen. Das ist eine Verzweiflungstat. Wenn es schief geht, wird El Sueño sauer sein. Haben wir den Standort dieses Konvois? Nein. Fragen Sie meinen Informanten, was er weiß. Ich schicke Ihnen Koordinaten für ein Treffen. Verstanden. Sind schon weg. Gut, das ist der nächste Zwischenboss, glaube ich. Der El Boquita. Wo ist denn das Video jetzt von dem? Das ja, das müssen wir jetzt auch mal wieder suchen. Hast du es gefunden? Wo ist es denn? Nein. Bei El Cerebro oder? Nee. Nee. Einsatzbesprechung. Warte. Nee. Hä? Bau mal ein Einsatzbesprechung, doch, oder? Das El Boquita. Bei El Boquita draufgehen. Das ist auf jeden Fall neu. Mal gucken. Ich guck's mir mal an. Ja. Es heißt, jeder hat eine Schwachstelle. Die von El Boquita ist Liebe. Schmuggler mit 6 Jahren. El Boquitas Vater klebte seinem Sohn Acapulco-Gold an den Körper und schickte ihn über die Grenze. Er nannte diese Trips Vacaciones Familiares. Familienurlaub. Mit 13 war Boquita ein Trapichador, ein Meisterschmuggler. Zigaretten, Alkohol, Markenklamotten, DVDs, Öl, Tiere, Waffen und natürlich Menschen. Einmal hat er sogar ein halbes Kilo Yellowcake-Uran geschmuggelt. Wenn es jemand wollte, konnte El Boquita es bewegen. Aber es ging nie wirklich um Geld. Für ihn war es der Rausch, bis er die Schönheitskönigin traf. Nidia Flores entdeckte sein Talent und machte ihn zu ihrer rechten Hand. Nidia hatte Köpfchen. Boquita die Muskeln. Er hat sich augenblicklich Hals über Kopf in sie verknallt. Nidia hat seine Gefühle nicht erwidert, aber in einer feuchtfröhlichen Nacht gab sie nach. Es ging zur Sache. Und 9 Monate später hatten sie eine Tochter. Valeria. Es heißt, jeder hat eine Schwachstelle. El Boquita hat 2. So, und bei Nidia Flores gibt's auch noch was. Das Suenius Wort, ne, ist das? Nidia hatte die Antwort auf ihre Probleme. Ein Konvoi. Die Investoren in Mexiko wollten ihr Geld. Die ganze Zeit hatte sie es mit heimlichem Schmuggel versucht. Warum schleichen, wenn wir durchbrechen können? Verstärkte Panzerung, schwer bewaffnet, mehrere Trucks, Helikopter und 17 Milliarden Dollar. Das kann nicht dein Ernst sein. Verlieren wir das Geld, ist es aus. Wenn die uns töten, was wird dann aus Valeria? Es geht nicht anders. Nein, Reina, das werden wir nicht tun. Ay, Boquita, Corazon, das war keine Bitte, sondern eine Ansage. Und wer genau soll diesen Konvoi führen? Der Einzige, dem ich bei so etwas vertraue. Pero, was, wenn ich es nicht schaffe? Das würde ich nicht zulassen. Oha, okay. Also langsam gibt's hier richtige Krisenstimmung. Jetzt, wenn ich das nochmal richtig überblicke, unsere Übersichtskarte, ist es also so, La Gringa ist ja der erste Zwischenboss, den wir jetzt geschnappt haben. Uns fehlt aber tatsächlich noch in der Produktion einen Unbekannten, den haben wir noch nicht. Und auch bei der Sicherheit fehlt uns noch einer, ne? Wenn ich da richtig bin, ist das korrekt, auch auf der Karte so? Produktion und Sicherheit fehlt noch. Ich kann gerade nicht runter jetzt. Genau, die 2 fehlen noch. Das sind die 2 untersten Leute. Die fehlen tatsächlich noch. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist denn die Mission, die wir jetzt da bekommen haben mit dem Typ? Wo ist denn der? Oh, der ist ganz im Nord-Nord.
Nordwesten, El Poquita, da bei dem Salzsee. Da waren wir schon lange her. Ja, nee, wir werden auf jeden Fall unsere Route weitergehen. Wir werden jetzt dann quasi La Cruz überspringen. Da sind ja auch nochmal zwei. La Plaga und Ramon Filés. Die lassen wir auch erstmal dann aus. Ich würde sagen, wir gehen dann auf jeden Fall zu Flor de Oro und Libertad oder andersrum. Das ist ja egal. Und dann gucken wir und machen mal einen neuen Plan. Beziehungsweise wir werden dann das nächste Mal hier noch in dem Gebiet noch die letzten Punkte einsammeln. Waffen und so weiter. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt raus für heute. Jo. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao. Bis dann. Ciao.